ein gutes Fundament, das ist die Hardware, dann hat man die Virtualisierung und irgendwie sind die beiden Steine vertauscht. Weil eigentlich kommt die Virtualisierung und dann kommt das Linux. Und das Linux muss man verwalten und dafür gibt es das System Management und am Schluss hat man eine flexible Lösung.